100.000 Mark startet jetzt. Go! Tina? Tina muss ganz schnell nach oben. Ja, prima, Tina. Komm, Tina! Auf. Und zunächst muss der Hamburg nach oben transportiert werden. Seil runter! Ist okay. Nummer 1, Nummer 2. Runter damit. Da liegt das Zweite. Schnell den Hamburg festmachen. Und jetzt muss Stefan auch noch nach oben, damit sie diesen Hamburg nach oben ziehen können. Sei schnell zum Hochziehen. Komm, 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 komm. Zieh. Zieh dann. Hochziehen. Zieh, 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 zieh. Mit diesem Hamburg müssen sie jeweils eine Tür in einem Turm zerstören. Ja. Und das ist ihnen prima gelungen. Schnell die Säcke füllen, kommt, hopp, hopp, hopp! 32, nehmt keine Rücksicht auf das Material, das Zeug wird eingeschmolzen und dann unter das hungernde Volk verteilt. Schneller, schneller, kommt! Einer mit! Ich mach zu. Okay. Wir müssen aufpassen, dass sie alle Juwelen mitnehmen. Schnell rüber, rüber, rüber! Mit dem Hamburg zur nächsten Tür. Und durch, noch einmal, kommt! Tian! Rosch, ja, prima! Noch 2 Minuten, beeilt euch! Rein mit den Juwelen! Ah, das hat nichts mit Raubtier zu tun, liebe Zuschauer. Die zwei haben ein gutes Herz und wollen helfen. Ja, der Teller muss auch noch mit. Komm, 1,45, beeilt euch! Komm, ich mach zu. Decke zu und ab damit. Schnell rüber. Komm, Stefan, lauf! Wichtig ist, dass die Decke nicht aufgeht. Ah, da hat er sich ein bisschen verhakt. 1 Minute und 27 Sekunden. Säcke runter. Hopp. Stefan geht zuerst. Als ich sagte Säcke runter, meinte ich natürlich nicht ihn. 1,17. Beeilt euch, komm schnell. Ah, es wird knapp. Es wird verdammt knapp. Stefan macht sich jetzt schon am Tau zu schaffen. Komm, Stefan, beeil dich. Schnell mit der Axt. Stück zurück. Vor, stopp. Runter, 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 runter. Stück hoch wieder. Vor. Weiter vor, bitte. Weiter vor. Jetzt komm. Weiter vor. Jetzt komm. Weiter vor. Runter. Zurück. Jetzt. Zurück. Jetzt. Zurück. Runter. Runter. Vor. Ein Zylinder. Hoch. Weiter vor. Stopp. Vor. Runter. Ich nehme den Großen. Ja, gut. Stefan, gleich ganz schnell runter, wenn ich den Großen nehme. Ja, okay. Jetzt. Oh. Scheiße, da oben ist egal. Jetzt. Runter. Vor. Bitte vor. Hoch. Runter.
15 Sekunden hast du gleich. Tina, runter. Wie heißt ein Segelboot mit Doppelrumpf? Mit zwei Rümpfen? Weiter. In welcher Einheit wird der Goldgehalt bestimmt? Gold hat so und so viel. Mhm. Weiter. Wie heißt Oberinspektor Derrick mit Vornamen? Horst Hubbard, aber Derrick. Mhm. Weiter. Wie heißt die britische Flagge? Okay, stopp. Okay. Stefan hat leichte Anlaufschwierigkeiten. Im Moment hat er noch keine Frage richtig beantwortet. Tina, versuch jetzt, dich wirklich zusammenzuhalten. Ja. Noch 4 Sekunden. 3, 2, 1. Runter. Wie heißt die britische Flagge? Weiter. Welche Meeresstraße trennt Asien von den USA? Straße von Gibraltar. Nein. Weiter. Nein. Auf welchem Boulevard verläuft der Endspurt der Tour de France? Champs-Élysées. Richtig. Aus welchem Land stammt das Porzellan? Meißner Porzellan. Aus China. Richtig. Welches Tier ist in Indien heilig? Die Kuh. Richtig. Wer liest die Zukunft aus den Sternen? Die Astrologen. Richtig. Wie heißt der amerikanische Schallplattenpreis? Grammy. Ja, richtig. Habt ihr fulminant gelöst, wirklich klasse gemacht. 3 falsche Zylinder, weg. Nummer 10, Nummer 8 und hier was, Nummer 1. Ganz genau. Und Christina, du stellst dich bitte hierher. Ja, guck mal da. So. Gut. Also Tina, du liest vor und du Stefan tippst ein. Wie lautet die erste Ziffer? 5. Wie lautet die zweite? 4. Die dritte? 1. Die vierte? 8. Die fünfte? 3. Die sechste Ziffer aktiviert den Zeitmechanismus in unserem Tresor. Einmal durchatmen noch. Wie lautet diese sechste und letzte Ziffer? 9. Okay, viel Glück. Die Zeituhr ist aktiviert. Der von Ihnen eingegebene Code ist... Sag schon. Sag richtig. Richtig. Samstag startet wieder die Jagd auf ein eigenes Haus. Bei Linda de Mol können die Kandidatenpaare ein Haus